Let's Play Zombies, Folge Nummer 20. Wir sind zurück in Level 48, Curse of the Tongue. Wir haben nochmal ein ganzes Stück nochmal gespielt und Anna hat jetzt noch ein Leben. Ich habe tatsächlich drei Leben, weil wir ein extra Leben eingesammelt haben und ich ganz gut durchgekommen bin. Und ja, wir wollen es nochmal jetzt probieren. Wir haben glücklicherweise diesmal aus dem vorherigen Level einen Totenkopfschlüssel mitgenommen, den wir von den Würmern, wir haben mehrere Würmer diesmal gekillt, abgenommen haben. Und hoffen, dass wir jetzt leicht durch diesen Level hier durchkommen. Ich habe leider keine Wasserpistole mehr. Ich habe auch kaum noch was. So, mal gucken. Also der eine Schlüssel, der war auf jeden Fall hier bei dem Frankenstein-Monster. Der war am schwierigsten zu holen. Wollen wir uns den als erstes vielleicht holen, damit wir es hinter uns haben. Mission drücken. Da müssen wir jetzt einmal hier rum. War das jetzt hier oben? Nee, hier bei dieser Balkon. Da war ich das letzte Mal auch hingelatscht. Das verfolgt. Wir müssen hier einmal rum. Komm einfach, lass die einfach in Ruhe. Also ich versuch das, Markus. Die dürfen mich aber auf gar keinen Fall treffen, weil ich dann tot bin. Hast du noch einen Verbandskasten? Nein. Sicher? Sicher, den habe ich gerade so gemacht. Der verwandelt sich wieder oder explodiert oder so. Und hier, achso, jetzt haben wir hier den ersten. Genau, für den zweiten musst du durch diesen Geheimgang da unten durchlaufen. So war das. So, da ist der Zombie jetzt gerade schon reingelaufen. Jetzt hier durch. Und dann müssen wir hier rüber. Was habe ich da? Ich weiß nicht, meine Alien-Pistole habe ich auch noch. Aber die hilft irgendwie gegen die Zombies nichts. Da oben ist ein Verbandskasten, hol dir den noch. Ja. So. So. Ach man, siehst du wieder. Cola-Dose werde ich jetzt auch immer besser. Schon wieder so schönes Monster. Warte. Ich habe sogar drei Totenkopfschlüssel. Warum? Echt? Warum habe ich denn drei? Siehst du? Von dem Würmer nämlich doch. Du hattest gedacht, der hätte keinen gehabt. Ach, keinen siehst du, jetzt können wir das hier... Jetzt können wir das hier ganz elegant abkürzen. Das ist ja auch schön. Ach, siehst du, ich habe die mit Cola alle ins Jenseits befördert. So, eins, zwei, drei. Nice job. Nein! Was? Wir brauchen noch einen vierten. Nein! Oha. Wie viele sind das denn? Ist hier unten ein Durchgang? Hier ist ein Durchgang. Ich habe irgendwas eingesammelt, aber ich weiß nicht ganz genau was. Mehr ist da nicht? Was habe ich denn da eingesammelt eben? Rasenmäher? Ich glaube Rasenmäher, ich hatte eben keinen. Also wir müssen nochmal hier unten durch, wir müssen zu dem Frankenstein hin. So. Diese, ey, ich verstehe dieses Treffersystem nicht. Lass mich nicht in Ruhe! Ja, du musst doch einfach mal weiterlaufen. Warum jetzt da in die Ecke? Komm doch nach oben! Weißt du, ich drück ja. Nimm deinen Verbandskasten, den du eben eingesammelt hast. Ich weiß, dass du das nicht bewusst gemacht hast, auch wenn es eine gute Idee gewesen wäre. So, noch mehr Werwölf. Oh, das ist doch so gemein. Wie soll man denn an den vorbeikommen? Können wir jetzt irgendwie hier? Hier kommen wir den vorbei. Ah, hier unten ist die Kiste. Ich muss aber von den Werwölfen weg. Ja. Jetzt hier. Lass uns nach oben gehen. Lass uns nach oben gehen. Ich glaube, das ist kürzer. Bin aber nicht sicher, wir probieren es. Das ist ein anderer! Siehst du, egal, dass den Frankenstein wo er ist. Oh, wir haben den Tod gefroren. Super. Gefällt mir. Okay. Nee, ganz ehrlich, diese Levels sehen doch wirklich alle gleich aus. Liebe Zuschauer, sagt uns das doch bitte auch mal. Sehen die nicht echt alle gleich aus? Da ist hier nichts Charakteristisches an diesen Dingern irgendwie, dass irgendwie ein Schlosslevel mal irgendwie was hat, was der andere nicht hat oder so. Rasenmäher, toll. So, weiter geht's. Ich will zu wissen, was da hinten ist. Wenn da echt vier verschlossene Totenkopfschlüsseltüren sind, dann muss hier... Ist wahrscheinlich wieder der Dr. Tang. Ich habe hier ein Fragezeichen-Potion. Kommst du? Ja. So, hier ist er. Was kommt diesmal? Nicht noch so eine Spinne! Oh, nee. Hast du irgendwas zum Schießen? Ich habe hier... Oh, das ist eine... Lass uns unsere Kisten benutzen. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee. Ich mähe das hier mal weg. Und du machst, was du so machst. Na? Hast du sonst auch noch einen Rasenmäher, sag mal?
Anna, bist du noch ja, da? Ja, habe ich. Entschuldigung. Jetzt bin ich weg. Wie, du bist weg? Ich habe versucht, alles zu benutzen, was ich hatte, um dich so gut wie möglich zu unterstützen. So, und juhu, ich kann schnell laufen. Das hat mir aber echt nicht geholfen. Du hast ja noch ein paar Leben. Ja, ich habe auch noch einen Verband-Dingskasten hier. So, jetzt schießen wir den hier schön mit Cola. Irgendwie tut sich bei ihm gar nichts, oder? Ja, es sieht gar nicht so aus, als ob man ihn trifft. Eigentlich sollte er blinken, oder? Ja. Aber irgendwie blinkt er nicht. Nee. Was habe ich denn noch? Habe ich noch was anderes? Eis. Eis, ich habe Eis. Popsicles. Ach, du kannst dich da nicht mehr bewegen. Du musst mähen. Habe ich denn noch? Ich habe keinen Rasen mehr. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Und warum treffe ich den mit gar nichts? Nimm Arztkoffer. Oh nein, jetzt habe ich diese sinnlose Potion genommen. Ja, toll. Ey, guck mal, selbst mit der Potion kann ich nicht über diese Spinnennetze rüberlaufen. Was soll das denn? Wofür? Guck dir das an, wie ich mich hier bewege. Die ist ja zu nichts nutze, diese... Och. Ja, da kannst du jetzt echt. Und warum habe ich 33 von der blauen Flamme? Was bringt die blaue Flamme denn? Keine Ahnung. Ja, geh da rüber. Ja. Ich versteck mich jetzt erstmal hier unten. Ja, vielleicht ist da ja noch was. Nee, da waren wir doch schon. Och, das ist so gemein. Das ist so unglaublich, unbeschreiblich mal, gemein. Mach gleich alle 6 Clowns dahin, dass die kleinen Spinnen da abgelenkt sind. Ach, Mann, ey. Oh, das ist so zum Kotzen. Jetzt benutzt du alles, was du hast. Es geht schnell. Du hast nichts zu verlieren. Sag mal, haben wir überhaupt schon irgendwie Schaden bei dir gemacht? Benutzt noch ein paar Clowns. Ich versuch's ja. Okay. Hab ich hier noch... Ich hab noch ein paar Schlüssel. Ich hab hier Teller. Teller hab ich. Ach, nein. Jetzt bist du tot. Nee, ich hab noch ein Leben, glaube ich, oder? Nee. Jetzt ist Sense. Ja, das war an und für sich, ja. Nee, war nicht so gut. Also wir haben jetzt das letzte Mal... Von welchem Level haben wir jetzt gespielt? Level... 41 oder so? 45 mit dem... War das mit den Axtmonstern, mit den An... Was mit den Axtmonstern, mit den Ameisen? Ich weiß es gerade nicht. Ist das der letzte Level hier? Ich weiß nicht, wir haben ja schon mal gegen so eine Spinne gekämpft. Ja. Das wollten wir mal googeln. Nee, wir googeln nicht. Wir schaffen das auch ohne fremde Hilfe. Ich meine ja nur, ob das der letzte Level ist. Die stand auf der Packung 55 Level. Aber, ja, okay. Ich dachte mit Geheimleveln. Ja, es gibt Geheimlevel. Ich weiß nicht, ob die dazu zählen, wenn die das da drauf schreiben. Mhm. Also, ich glaube, so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter bei dem. Wir haben ja nichts eingesammelt. Also ich hatte auch, wir hatten ja auch keine Monster-Potion auf dem Weg dahin. Nur diese eine, die wir nie erreicht haben, weil uns zu dem Zeitpunkt immer die Munition ausgegangen ist. Diese blaue Potion bringt uns gar nichts. Diese Fragezeichen-Potion ist halt wie ein Sechser am Lotto. Wir hatten ja auch eben keine Bazooka-Munition mehr, ne? Nur noch, nee, was hatte ich, 50 Schuss von der Wasserpistole? Wir können natürlich versuchen, bei den Würmern weniger Munition zu verbrauchen, aber wir müssen auch wieder länger durch diesen Level durcheilen, damit wir die ganzen Sachen da einsammeln können, die ja vielleicht noch versteckt sind. Da verlieren wir noch mehr bei, glaube ich. Ja, bei den Würmern haben wir viel Munition verballert. Vielleicht sollten wir da wirklich noch einsparen. Oder sollen wir vielleicht viel früher anfangen, dass wir irgendwie sagen, okay, wir fangen jetzt von Level 41 aus an und kämpfen uns da nochmal vor? Ein Versuch ist es wert. Das ist wieder ein ganzer Nachmittag. Okay, also wir überlegen uns, was wir als nächstes machen. Ja. Wie spät haben wir es jetzt in der Folge? Ich würde sagen, wir machen dann aus dem nächsten Versuch nochmal eine extra Folge. Und dann genau. Gucken wir einfach mal, was dabei rauskommt. Jo. Also wir sehen uns in der nächsten Folge, Folge 21, dann vor Dr. Tang. Bis dann, ciao.